Freunde, was geht ab? Mein Name ist Flair. Das hier ist die zweite Ansage zu Carlo Gangster Box. Die erste Ansage kam gut an. Erstmal danke dafür. 1000 Boxen sind weg. Wir haben ja schon viele Infos preisgegeben bei dem ersten Video. Hier heute ein paar Infos mehr und am Ende was ganz Besonderes. Wie immer was ganz Besonderes. Wir brauchen nämlich eure Hilfe. So, erstmal zu dem wichtigsten Teil zur Musik. Saad und ich jeden Tag am Recorden. Der Junge ist sehr fleißig, ich bin sehr fleißig. Wir sind am Machen. Und die Tracklist, 10 Songs sind ready. Die Tracklist liegt hier auf dem Tisch vor mir, so die Arbeitsliste. Die werden wir euch gleich vorlesen. Dann habt ihr schon mal einen kleinen Eindruck und dann kommen wir auch gleich zu dem wichtigsten Teil, dass wir nämlich dann von euch ein paar Infos brauchen. Boxinhalte sind klar. Carlo Sweater, Doppelalbum mit Instrumentals, 16 Songs oder 14 Songs, wir sind noch nicht sicher. Sticker, Poster und das Palace-Shirt, das zeige ich euch heute. Und natürlich am Ende noch ein Boxinhalt, den wir immer noch nicht preisgeben werden. Aber jetzt erstmal zu dem neuen Boxinhalt, zu dem Palace-Shirt. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Irgendwelche Hardcore-Fans haben da in Schöneberg einfach da oben an dieser Premium-Stelle, an der GRS Ghetto-Stars-Stelle, irgendwie da was hingemalt, Alter. Ganz Schöneberg hat geguckt. Erstmal Shoutout an diese crazy Fanbase, die wir haben, was die da malen. Aber jedenfalls dieses geile Motiv von dem Palace-Gebäude, da wo alles begann, Agro Berlin, Carlo Kuxnoten und so weiter und so fort. Dieses Motiv haben wir jetzt auf einem Shirt. Was für ein Shirt, ich zeige euch das kurz. Bam. Super, ne? So, und dieses Palace-Shirt ist noch mit drin. Leute fragen immer wegen den Größen, Oversize, Regular Size, ist nichts von beiden. Ich trage eine 3XL. Ist es jetzt Oversize? Keine Ahnung. Also, es ist ein weiteres, also das Shirt liegt locker weit, der Sweater auch. Ist jetzt aber nicht so, was ich unter Oversize verstehe, ist, wenn du dir eine L holst bei Balenciaga und dann passt es, Alter, jemandem, der eine 3XL trägt. Das sind weit geschnittene Sachen, locker, cool. Viele würden sagen Oversize. So, wie gesagt, Palace-Shirt, Legenden-Shirt, Legenden-Motiv. Ja, und wir haben jetzt hier die Tracklist, die werde ich euch kurz vorlesen, habt den kleinen Eindruck. Ich erzähle euch ein bisschen was zu diesem Album. Viele kennen Carlo Kuxnoten, wissen, worum es da geht. Aber hier, wir wollen natürlich auf der einen Seite bei demselben Flavor bleiben, aber auf der anderen Seite wollen wir ein bisschen was Neues geben. So, deswegen haben wir uns jetzt erstmal auf die Songs konzentriert, die so ein bisschen Themen haben, so Storytelling vielleicht auch ein bisschen representen, Lifestyle, Liebeskummer, beleidigen, auch schon so ein bisschen. Ich lese euch mal die Songs vor, damit ihr einen Eindruck habt. Wir haben Songs wie Lichtermeer. Klingt ein bisschen romantisch, ist aber ein harter Song. Sehen, um zu glauben, dieser Sound, schnelles Geld, Carlo Gangster Nightlife, Fauder, Panoramadach, bester Titel der Welt, finde ich. Panoramadach, was für ein Titel kam von mir. Klar. Sag den Namen, nie wie sie, Stresserblick. So, und wir haben jetzt schon so 9 bis 10 Songs ready und wir wollen ja 14 bis 16 Songs machen. Wir haben uns so zur Aufgabe gemacht, dass wir gesagt haben, okay, erstmal so ein bisschen auch die Songs, die nachhaltig sind, die auch Hits werden könnten. Und am Ende gehen wir mal richtig in die Diss-Tracks rein, Name-Dropping angreifen. Und da brauchen wir jetzt eure Hilfe. Welche Namen müssen mit auf dieses Album? Wer muss gebankt werden? Wir haben gestern einen Song aufgenommen. Da habe ich schon meine eigenen Namen gehabt. Dann habe ich mit Saad geredet. Er sagt, ey, alle sind gerade nett. Alle, seitdem wir gesagt haben, wir releasen das Album, sind alle auf einmal cool geworden. Wir dürfen uns davon nicht verarschen lassen. Wir dürfen uns nicht davon einlullen lassen. Die machen hier alle gerade auf Romantik, alle auf nett. Wir müssen stabil bleiben, wir müssen angreifen. Und deswegen haben wir uns dann gestern schon so ein paar Namen hin und her geschmissen. Der Song gestern, der war schon eklig. Aber wie gesagt, jetzt seid ihr gefragt. Deswegen schreibt hier in die Kommentarleiste, wer gebankt werden soll. Ganz wichtig. So, damit mir keiner sagt am Ende, ey, Album ist zu soft oder so. Ich meine, mit Saad, der ist Terror im Studio, er sagt immer nur, Flair, lass mich rappen, lass mal, ey, lass mal eine Hook, lass mal ein Beat, ja, lass mal den ficken, lass mal. Der ist richtiger Pitbull. Deswegen macht euch keine Sorgen, es soll am Ende ein Klassiker werden, ein komplettes Album, geile Songs, Themen-Songs, Liebeskummer-Songs, Ghetto-Songs, Lifestyle-Songs, aber auch natürlich, Leute müssen gebankt werden. So, ich hoffe, seid zufrieden mit dem zweiten Ansagevideo. Wir sind Ende der Woche, sind wir in Düsseldorf. Wir machen ein bisschen Promo-Termine, Saad und ich. Wir sind hiphop.de bei Roos. Es wird jetzt Interviews geben. Bei Cynic bin ich morgen, da bin ich alleine.
Aber die gemeinsamen Promotermine kommen bald. TV Straßensound ein bisschen am Rumzicken. Die wollen, dann wollen die wieder nicht. Da gibt es ja eine lange Vorgeschichte wegen, ihr wisst wegen wem. Dann habe ich auch noch irgendwie gehört, so angeblich haben andere Rapper von mir Eigentumswohnungen gekauft. Dazu kann ich euch nur eins sagen. Und wenn andere Rapper von mir 100 Eigentumswohnungen kaufen, was nicht passiert ist, die können eh nicht in Berlin rumlaufen und in die Wohnung gehen. Also, was ist das für ein Quatsch? Die sind da alle Rapper, die in andere Länder reisen müssen, damit sie überhaupt was gegen mich sagen können, damit sie überhaupt was gegen uns sagen können, die sollen mal ganz ruhig sein. Die sollen mal ganz ruhig sein. Ihr bekommt eure Songs, ihr bekommt eure Quittung, ihr bekommt euer Payback. Macht euch auf was gefasst. Alle, die das letzte Jahr gebellt haben, eine große Fresse hatten, ihr bekommt eure Quittung. So, ich hoffe, das war jetzt klar. Ich hab hier noch nichts gemacht. Guck mal, Babasat-Bombing. Jo. Ah ja, und wie gesagt, erste Single drehen wir bald. Macht euch keine Sorgen, die erste Single wird bald gedreht. Die ist auf jeden Fall im Kasten. Und ey, ich bin richtig, richtig gehypt. Telefon klingelt schon. Ey, ich muss weitermachen. Das war das zweite Video. Bleibt gespannt. Bestellt jetzt die Box weiter vor. Wie gesagt, 1000 Boxen sind schon weg. Der Link unten in der Beschreibung. Der Link überall. Bam, boom, bang. Bestellen. Ihr wisst Bescheid. Frank und Saad, Nummer 5. Yeah.